und dann geht's los. Jawohl, Pfeiffer ganz spät weggekommen. Samu hier und Broschek, um die beiden geht's hier in der ersten Kurve. Oder ist es doch Viboni? Jawohl, Ottaka Viboni geht hier an die Spitze. Fucci plötzlich auf zwei. Wo ist denn Pfeiffer? Der bleibt in der ersten Kurve stehen. Drama, genau wie Jan Broschek, der hat vorne links sein Rad ab. Oh, jetzt kommt Pfeiffer doch los. Oh, jetzt muss er aber eilig machen. 7 Runden hat er nur. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ich sag's Ihnen. So, vorne im Moment. Ottaka Viboni. Martin Samuel auf 2, Fucik auf 3, Ascher der Bandier auf 4. Samuel kommt ordentlich quer. Und jetzt Pfeiffer. Pfeiffer gibt alles, Samuel hat sich gedreht. Damit ist Ascher der Bandier auf der 2, liebe Zuschauer. Eben noch der Loser der Nation und jetzt schon wieder auf dem Treppchen. Unglaublich. Oh, wie Viboni, der macht ein Tempo an der Spitze, dass es nur so eine Freude ist. So, Samuel auch wieder mit dabei. Meine Güte, das ist Favoritensterben hier in Seelow zum Saisonauftakt. So, wie Viboni vorweg, wie es sich für einen Europameister gehört. Dann Ascher und der Wandian, dahinter alles Fucik. Und dann kommt der Rest. Und Watschler Pfeiffer ist fast dran. So, Samuel muss aber ordentlich eilig machen. Ja, da ist wieder diese Getriebegeschichte. Also das ist schon stark, wie der beschleunigt. So, 5 Runden noch. So, 2 Minuten sind wir unterwegs. 4 Runden für die Spitze. Ottaka Viboni. So, Pfeiffer ist jetzt dran. Oh, da ist er ganz nah an der Wand. Und jetzt hat er John van der Maas vor sich. Schade, schade für Jan Broschek. Meine Güte, da war er so gut unterwegs. Aber let's racing. So, was war da schon wieder los? Pfeiffer kommt einfach nicht näher. Und Samuel mit Riesenschritten jetzt gleich hinter Pfeiffer. Und wir erinnern uns, da hat es in den Heats mal eine ordentliche Berührung gegeben. Mal gucken, ob sie das beide noch wissen und wie sie damit umgehen. Ja, wie Viboni. Ganz andere Liga. Ascher und der Wandian auf 2. So, da kommt Pfeiffer hinter Van der Maas und Samuel, der auch nicht mehr im Vollbesitz seiner Kräfte ist. So hört es sich zumindest an. So, alles Fucik ist jetzt dran. Ascher und der Wandian ganz knapp dahinter. Während der Europameister mit der 201 und der Gabi Borny entspannt und souverän hier vorne vorwegfindet. Oh, da unten hat es einen Dreher gegeben von John van der Maas, aber Pfeiffer und auch Samuel vorbei. So, Van der Maas ist raus aus seinem Auto. 2 Runden für die Spitze. Ja. So, und da kommt er schon wieder hier durch. Ist das der Sieger zum Saisonauftakt der Autocross-Europameisterschaft? Ottaka Viboni geht in seine letzte Runde. Und Ascher der Wandian verteidigt mit Mann und Maus diese zweite Position. Das ist ja der Hammer. Das Fucik kommt nicht wirklich an. Was machen denn unsere Freunde Samuel und Pfeiffer? Da geht auch gar nichts mehr. Da geht nichts. Ja, nicht zu glauben. Also was ist denn das für ein Ausgang hier? Und da ist der Sieger, Ottaka Viboni, gewinnt hier den Saisonauftakt der Autocross Europameisterschaft. Wer wird Zweiter?
Aschotte Vandian auf den zweiten Platz und Aleš Fučík aus der Tschechischen Republik wird Dritter. So, vierter Scheverny, fünfter Marcel Eck, sechster Pfeiffer und siebter Savoy. Oh, da berühren sie sich noch leicht. Thank you.